kurz meine Tränen hier abwischen. Oh, können wir deine Tränen auffangen? Kannst du nicht einfach jetzt, kannst du nicht... ins Ohr rein! Kannst nicht kacken, sollst du nicht trinken. Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück bei eurer einzig wahren Testinstitution hier bei Dr. Freud. Heute nehmen wir Wasser auseinander und unter die Lupe vor allem. Und wir fragen uns, does it spark Freud? Das stimmt tatsächlich. Es war ja tatsächlich viel von euch gewünscht, war eigentlich ein Gag von uns gewesen. Heute ziehen wir es durch. Wir machen einen großen Wassertest. Alleine in Deutschland gibt es aus, weiß ich nicht, wie vielen Brunnen waren 150. Das? 150 verschiedene Mineralbrunnen, die über 500 verschiedene Mineralwassersorten machen. Und 27 Heilwässer, von völlig denen wir auch ein paar zumindest hier haben. Ja. Wir testen uns nicht nur durch unsere Favoriten, sondern auch tatsächlich durch unser Bürohauswasser. Durch unser Hauswasser, was kann man hier sagen, trinken. Ja. Und eigentlich ist das große Ziel, rauszufinden, ob wir das richtige Wasser bestellen oder ein anderes bestellen sollten. Deswegen gehen wir rein, heute auch direkt mit einem Favoriten, nämlich Flussfavorit. Nee, das ist nicht mein Favorit. Nein. Aber das ist... Du hast es mitgebracht. Fun Fact, ja, weil das ist das Lieblingswasser meiner Frau. Ach, deiner Frau. Worum war es? Staatlich. Mein Favorit Fachingen. Kommt noch. Still. Also wir müssen nachher noch ein paar Fragen dazu stellen zu dem Wasser. Wir judgen heute nicht, ob ihr still, medium, ruhig, laut, was auch immer mögt. Haben nur still und medium, weil das ganz knallige wollten wir alle nicht. Wir haben unser hauseigenes Wasser ist Sparkling bisschen, Joy. Bisschen britzeliger. Das testen wir mal. Das Schöne ist ja an stillem Wasser... Ich glaube generell an Wasser. Wasser wird nicht schlecht, oder? Nee, bis noch 2 Jahre ungefähr, 3 Jahre haltbar. Bis fast Ende 26. Das hier hat eine ganze Menge Magnesium, eine ganze Menge Calcium, Kalium. Ist hochmineralisch. Ganz viel Natrium, also ein hochmineralisches Wasser. Das wird man wahrscheinlich schmecken. Ich finde das schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also es gehört nicht zu meinen Lieblingswässern, aber wir haben es immer zu Hause, weil wie gesagt, meine Frau trinkt es quasi nonstop. Wie richtige Sommeliers kosten wir natürlich heute nur aus... Wassergläsern. Schön, schön. Es riecht. Nach nichts. Wer hätte es gedacht? Original nach gar nichts. Wer hätte es gedacht? Oh, so ganz still ist das aber nicht. Oder ist das das Mineralische? Also es sparkelt ein ganz klein bisschen. Minerale. Ich weiß nicht, greifen direkt meine Zunge an. Die Elektrolyte, weißt du? Also es ist tatsächlich direkt ganz, es ist sehr säuerlich, aber nicht so unangenehm metallisch auf der Zunge. Ich finde es sehr weich. Mhm. Ne, es ist ein sehr weiches Wasser. Aber ich verstehe, was du meinst. Man hat wirklich an den Lippen so ein bisschen Prickelgefühl. Ja, aber das ist ganz komisch, weil ich denke mir immer... Es ist ein bisschen salzig. Ist ein stabiles Wasser, also da würde ich trinken. Finde das okay. Wenn ich Durst habe, auf Aktivität mäßig, also nach dem Sport, weißt du? Auf Aktivität. Ich wollte so einen Apo-Red-Spruch machen, ist mir aufgefallen. Ich hab dann schnell abgebremst. Der Wasserhase, ja. Dann trinke ich still, aber ich mag still eigentlich so nicht. Also als, ich würde das nicht als Geschmackswasser nehmen. Aber dafür ist das sehr gut. Das kriegt von mir direkt eine 8 von 10. Ich finde das ein extrem... Ich finde das auch Wasser sehr gut, aber ich gehe eins tiefer, ich bin bei einer 7. Okay. Dann gehe ich noch einen drunter, ich sage es ist eine 6. Okay, das heißt 21. 21, jetzt also müsstest du noch raufschreiben, wir haben kein Edding hier. Hinten, siehst du da hinten das Papier bei der Hantel, da liegt ein Edding, vielleicht kannst du den, das wäre super geil. Ich bin heute nicht bereit für Aufstehen. Stimmt, Paul wurde heute durchmassiert vom Ergotherapeuten. So. Freunde, wir haben unser Benchmark-Wasser mit 21 Punkten. Womit geht's weiter, Audi? Ich greife einfach blind rein. Oh je. Oh, auch ein Sangeona. Die Mondquelle. Da muss ich direkt mal, das lebendige Wasser. Mondquelle, das lebendige Wasser. Davon haben wir verschiedene, weil wir haben Mondquelle, wir haben Lichtquelle, wir haben Sonnenquelle und wir haben Leonardsquelle. Und da muss man dazu sagen, dieses Wasser bietet wirklich ungefähr alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ja? Ihr seht es hier, nur bei Mondschein abgefüllt. Ja. Die Kraft des Erdtrabanten. Und vor allem, Leute, I shit you not. Und das ist so das Ding, ne? Nein. Sie haben den Barcode durchgestrichen. Ja. Oh, wir haben das. Brauchen wir keinen Hildegard-Orgon-Akkumulator? Wir brauchen keinen Hildegard-Orgon-Akkumulator, weil die haben den Barcode tatsächlich durchgestrichen mit so roten Strichen. Also crazy. Ihr seht es auch hier selber. Ja, ja, ich sehe es tatsächlich. Und sie haben ihn sogar in Form von diesem Unendlich-Zeichen durchgestrichen. Ach, darf ich mal jetzt. Jetzt ist nur meine Frage: Ist das Customer Service, weil es ein paar Idioten glücklich macht und sonst niemanden wehtut? Ja. Oder ist das Idiotenwasser, das man nicht unterstützen sollte? Frage ich mich. Ich bin ja ein großer Fan davon, Leute glauben zu lassen, was sie wollen, solange sie jemand anderem damit nicht auf den Sack gehen. Ja, es ist ein smarter Marketing-Move einfach. Genau. So. Manchmal macht es auch einfach Spaß. Hast du die? Also ich zum Beispiel habe dich schon mal getrunken, ja. Einfach nur, weil ich das spaßig finde, zu sagen, okay, ist nur bei Mondlicht abgefüllt. Muss ich direkt an den Joker denken und sein schon mal Mondlicht schon mit dem Teufel getanzt. Ja, aber es ist schon auch einfach teuer. Absurderweise muss ich aber sagen, sieht es
Es sieht gut aus. Wir haben alle vier Sorten zu Hause und meine Frau und ich, wir mussten wirklich lachen, weil du kannst da nur aufgrund der Hermachung, wie es aufgemacht ist, wie es aussieht, wie es vermarktet wird. Ja, du interpretierst, jetzt fängst bei Olli auch schon an, fängst an, so viel Scheiße da rein zu interpretieren und du wirst gleich merken, es schmeckt hart. Es schmeckt hart? Hart wie der Mund. Oh, ich weiß, was du meinst. Mhm. Es schmeckt trabantig. Es schmeckt hart. Und du denkst dir so, hä? Denk an so eine kalte, raue, harte, für mich steinerne ist das, Mondoberfläche. Es ist, schmeckt, ich schwör dir, das Wasser kommt vom Mond. Es schmeckt klar. Ja. Weißt du, was ich meine? Es schmeckt super es ist klar, extrem sauber, aber fast ja. so klar, dass ich ganz hinten raus fast schon so ein bisschen in so eine geklorte Wasserrichtung komme. Nicht geschmacklich. Das ist einfach destilliertes Wasser, let's go. Aber das, was es in meinem Mund macht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß total, was es du meinst. Es wirkt sehr rein. Es ist aber auch so, als hätte ich nichts im Mund gehabt im Nachhinein. Sehr stabiles Wasser, das gefällt mir sehr gut. Stört diese Härte. Die stört die Härte? Ich finde die geil. So wie das Wasser ist für mich wirklich, als wenn ich aus einer richtig schönen, kalten, klare Quelle mich erfrische. Das ist ein abgefahrenes Wasser. Es hat was erfrischt. Es ist ein gutes Wasser. Irgendwas macht's anders. Ja. Come on, sorry, dass ich das jetzt so machen muss. Ich finde es noch besser als staatlich Fachingen. Für mich ist das eine 9 von 10. Da hast du aber jetzt auch... Es hätte eine 10 von 10 bekommen, wenn es hinten raus nicht dieses Ansatz fast schon leicht ganz, ganz minimal 1% bitter das hätte, ist so was wild. Mich so ans Klopfen stört. Geklottert. Die Härte von mir kriegt das lediglich eine 5,5. Ja, weil ich ganz extrem... Von mir 8. Ich bin auf der ganz anderen Seite von der Sonnenquelle. 22,5 Punkte für die Mondquelle. Ja. Und ich muss auch noch dazu sagen, hatte ich jetzt gerade eben noch nicht gesagt, mich stört das überhaupt nicht. Sollen die den Barcode durchstreichen? Ja, es tut niemandem weh. Publikum, das mag, dann let's go. Ich hoffe nur, dass die Geschäftsführung nicht dran glaubt und dass die halt das wirklich nur als wir verkaufen es ein paar Schwoblern extra teuer. An dieser aber Stelle muss ich dann aber wirklich mal intervenieren. Ja, muss zur Sonnenquelle greifen. Gehen wir. Jetzt aber auch, wir starten auch gleich mit den Highlights hier. Dann ne? gehen wir in die Sonnenquelle. Ja, warte mal, die Lichtquelle ab. Nee. Aber die Sonnenquelle, Digga, die ist wirklich anders. Das ist jetzt das Dümmste überhaupt und das Beste, was man dazu sagen kann, ist, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Du wirst gleich merken, ganz, ganz andere Erfahrung. Völlig andere Erfahrung. Riecht übrigens an nichts. Es hat das klare... Es ist wahr. Er hat recht. Es hat das klare, Erfrischende nicht. Das ist die Frühlingswiese mit weniger Kälte und weniger Härte. Bin ich 100% bei dir. Und ich kann es dir nicht erklären, Digga. Aber jetzt pass auf, ich find's nicht so geil wie die Mondquelle, ja, du bist die neue weil deutsche es Härte. Hat hinten fast ein bisschen was Süßes. Ja, ich. Feier ich hart. Wasser muss für mich klar, kristallklar, blau, erfrischend und nicht so blümchen, süß, Honigbiene. Doch. Das, so, ja, das bist du dann, okay, alles klar. Das da gehen wir krass meins. Auseinander. Ich will mein Wasser aus dem Mond, Digga. Es ist sonnig, ja, ich verstehe. Aber du bist ja auch ein Sommermensch. Ich kann das verstehen. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist in dein eigener Trabant in dir resoniert besser mit dem Sonnenwasser. Nein. Jetzt die Schwingung. Ja, ja. Also das ist für mich eine 7 von 10. Das Süße haut mich tatsächlich so ein bisschen raus, sodass ich sagen würde, nee, da habe ich jetzt schon zwei andere Risse. Für mich eine klare 8,5. Mich hat aber auch die Mondquelle mehr überzeugt als die Sonnenquelle. Also das ist auch mal so der harte... 7,5, 14,5, du sagtest? 8,5. 8,5 sind... 23. So. Du hast recht, damit auf Platz 1 sogar, um halben Punkt. Und damit würde ich sagen, es war ein schöner Wasser... muss die Augen zumachen. Hier habe ich was klein... Oh, was haben wir da? Kristall Classic, sprudelfrisch. Sprudelfrisch, dann ist das unser erster... Aber nicht Medium. Nee, ist sprudelfrisch. Sprudelfrisch. Oh. Kleiner Funfact übrigens für alle, die hier zuschauen. Wasser wird üblicherweise tatsächlich mit Kohlensäure gefördert. Denn die Kohlensäure ist in Gestein, also ist in Gesteinsschichten ist das drin und ist damit dann im Wasser drin und muss dann erst entfernt werden, wenn ihr stilles Wasser haben wollt. Und bei manchen wird das sogar wieder später dazugesetzt in bestimmten Mengen. Natürlicher Kohlensäure steht manchmal auch drauf. Genau. Aus der Quelle Märkisch Kristall in Grüneberg. Das ist doch dann Brandenburg-Wasser, ne? Das müsst uns ja, damit müssten wir ja besonders gut resonieren hier. Märkisch Kristall, Freunde. Ist halt gleich was anderes mit Kohlensäure. Das hat meiner Meinung nach so ein bisschen diesen leicht muffigen Charakter. Hier zeigt sich vor allem für mich, warum ich Sprudelwasser weniger mag als stilles. Ich trinke lieber stilles, halt weil es erfrischender ist. Ich versuche jetzt aber die Kohlensäure da vorne und hinten. Automatisch metallisch auf der Zunge. Ist ganz doll metallisch auf der Zunge. Ja, ich versuche die Kohlensäure vorne und hinten generell rauszulassen bei meiner Wertung. Egal ob mit oder ohne. Ja, mach ich auch. Aber es ist geschmacklich. Macht es schmecken schwerer. Ist es auch hart, glaube ich, nach der Sonnenquelle rauszukommen da. Ich würde jetzt mal erstmal gehen mit einer soliden 5. Mhm.
gutes Mittelmaß, aber wenn jetzt das danach kommende wieder so einen Schlag nach oben macht, würde ich das vielleicht nochmal nachkorrigieren. Mal mitziehen, ja. Für mich ganz simpel gesprochen, ist Wasser mit Kohlensäure. Aber kein gutes. Kein Sinn. So, das ist so wie selbst also, aufgesprudeltes Leitungswasser. Irgendwie. Ich wollte gerade sagen, mein größtes Problem ist, dass ich krasse Zuhause-Leitungswasser-Vibes. Ja, so in die Richtung, ja, bin ich bei dir. Weil es Brandenburger Quelle ist. Ja, wahrscheinlich fühlen wir uns einfach, vielleicht interpretieren wir das gerade auch völlig falsch, vielleicht fühlen wir uns zu Hause und finden das einfach gar nicht so schön. Ja, ich bin auch bei einer 5 von 10. Es ist nicht dolle schlimm, ich mag das Metallische hinten raus nicht, ich würde das jetzt privat gar nicht trinken. Ich brauche so Pushkin-Wodka-Werbung nur als Wasser, weißt du? Das mit Eis und so warm und Gier für den Wodka. So, das brauche ich bei Wasser und das gibt mir das gar nicht. Also 5 von 10 ist für mich so... Ja, kriegt von mir 3. Ist ja das Schablone so. Ich kriege 13. Ich mag es nicht. Ja, wir haben natürlich einfach auch aufgrund der Vielfalt und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist aber mein Vergehen. Ich habe das hier gekauft, weil es das im Laden war. Aquapana. Und ich wusste nicht, dass das Nestlé ist, bin ich ganz ehrlich. Sag mal Stopp. Stopp. Runter. Hoch. Kleine, oder? Ja. Oh, was haben wir denn hier Feines? Hey, Kaufland. Nein, aus der Quelle Jessen spritzig natürliches Mineralwasser von Cake Classic. Das Witzige ist, dass ich so viel ist das sprudelig. Ich gebe so viel mehr Kohle für mein Wasser aus, als für meinen Lieblings-Softdrink. Echt, ja? Ja, weil mein Lieblings-Softdrink ist einfach River Cola Light. Also spritzig kommt auf jeden Fall hin. Meine Schwäche ist auch gut. Guilty Pleasure. Getränke riecht. Das ist das erste Wasser, wo ich was rieche, habe ich das Gefühl. Ich finde, man riecht bei den Plastikflaschen immer das Plastik. Weiß nicht, wie es euch geht, aber es hat was, riecht ein bisschen nach BPA. Mm. Hat aber mehr für mich die bessere Kohlensäure als das davor. Ist ein Ticken feinperliger, aber stresst mich. Ja, das ist aggressiv, Mann, das macht. Nee, ist aber okay, so. Wall of Death auf deinen Mund. Ich find's gut. Das ist wie so auf so einem Battle-Konzert. Ja, ich hab das schon mal gesagt. Ist mir zu laut, tatsächlich. Ich verstehe endlich, warum sie laut und leise sagen. Aber auch so ein bisschen das Gefühl von Belag. Ja. Du weißt, was du meinst. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, um ehrlich zu sein. Gar kein Fan. Aber ja, es hat damit... Also der erste Schluck ist besser, aber alles, was danach kommt... Ich glaube, da kommt keiner, wir müssen, glaube ich, ran. Wir sind nicht beschissener. Das stimmt. Wir müssen ganz kurz an die Tür, Freunde, wir sind gleich zurück. Alles gut. Das könnte unsere Getränkelieferung sein. Das ist unsere Getränkelieferung. Passend zum Wassertest. Der erste Geschmack ist viel besser als bei dem Märkischen, aber alles danach macht es irgendwie kaputt, also komplett kaputt. Wenn ich am Verdursten wäre, klar, und ich glaube, das gilt für jedes Wasser, aber... Das kann jetzt nicht der Standard sein hier. Ja, deswegen, in meiner Hoffnung, dass noch was Schlechteres kommt, sind es 2 Punkte. Oh, okay. Pappmaul hat mir nicht gefallen, ansonsten war es ein bisschen wie das andere. Für Pappmaul 3 von 10. Für Pappmaul habe ich ja gesagt, ziehe ich heute komplett durch. Hasse, gibt nichts Schlimmeres, als wenn Wasser das macht. Ich finde es ganz ekelhaft. Was für andere Leute so Fingernägel über Tafel. Boah. Für mich diese Gefühle im Mund. 1. 4, 6. Ja. Schade. Na, dann hangel ich mich doch mal. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Heilwasser, bin ich ehrlich. Ja, Heilwasser ist mega. Welches? Hier vorne steht so ein Heilwasser vor dem Mund. Steinsieger. Also hier die beiden zum Beispiel haben wir auch immer zu Hause. Ihr können wir direkt hier. Mal gehen wir an Steinsieger rein? Nee. Aber pass auf, ich bin ein, Paul, ich bin ein prospektelesender Angebotsmensch. Okay. Und ich bei weiß. Dem Getränkeladen, den wir haben, ist oftmals von den Vieren auf jeden Fall irgendeins im Angebot. Ah, okay. Ich sag mal so, Steinsieger, jetzt schon so von der grüne Glasflasche, okay. Steinsieger. Das ist ein Wasser, ich erwarte, weißt du, wenn ich Pokémon-Trainer wäre und die Arenen durchforste und ich komme bei der zweiten an, würde ich erwarten, dass mir das eine schenkt. Das ist ein ganz interessanter Kohlensäure-Aspekt, den das hat. Auch so vom Namen her. Achso. Aber war das nicht die erste? War die erste. Ja. Rocco war die erste? Ja, Rocco war die erste. Ich wollte mir sagen, ihr wart nie in der ersten Arena in dieser Bumsbutze drin? Doch. Die nicht gefunden? Doch. Die Chlamydien. Der Chlamydienorden. Genau. Womit kämpfst du? Mit einer HIV-Infektion. Wow. Oh ja, hören ist auch. Ja, aber du wirst gleich merken. Ja, aber jetzt lass dich mal überraschen, mein Freund. Sehr sanft. Ja. Ich verstehe, warum ihr das zu Hause gerne trinkt. Es ist wieder süß. Es ist wieder ultra soft. Es ist soft und süß. Ich mag ja sprudelig gar nicht. Der Sprudelgehalt geht für mich klar. Ja, aber ist das noch sprudelig? Oder nein. Pass auf.
Glaubensfrage. Es ist nicht noch sprudelig, ist das nein. noch sprudelig oder schon sprudelig? Nee. Nein, 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 das ist nee, das ist weder noch, das ist eigentlich nur kribbelnd. Ja, genau. Ja, es ist, ist also Sprudel würde geringer ich gar nicht. Als feinperlig. Ja. Ich kriege hier auch ganz leicht Pappmaul. Wenn du so ganz leicht, von mir kriegst du 6. I'm sorry. Also mich hat's jetzt auch wirklich nicht umgehauen. Ich bin bei Olli. Total. Mich hat's auch nicht umgehauen. Ist auch nur eine 6. Was ist denn heute los? Alter? Heute ist Tag der offenen Tür. Ist ja wild. Während Paul die Tür aufmacht, kann ich hier heimlich verlautbaren lassen, dass von mir eine stabile 7,5 kriegt. Das sind 19,5. Das ist ganz knapp den Tisch verpasst. Oder wir machen noch einen vierten Platz auf. Wobei ich so eine Top 3... Ja, Top 3 ist schon ordentlich. Ist schon stabil, ne? Ich auch. Also aber Glasflasche, auch wieder top. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir wieder Hand. Eine Plastikflasche. Lichtenauer Mineralquellen. Warte mal ganz kurz. Ich möchte, das stehe ich mir sofort ins Auge. Hand in Hand fürs Klima. Cool, mit einer Plastikflasche. Da seht ihr das. Lichtenauer Mineralquelle sanft. Heißt sanft jetzt ganz ohne oder ja, mit guck mal, es perlt nur ganz wenig, aber es perlt. Nee. Aber das sind große Perlen, muss ich sagen. Mhm. Größere Perlen halt als bei der. Oh, die Perlen haben sogar kleine Perlen drauf. Das ist quasi ein Perlbus. Perlt auch ein bisschen. Oh, finde ich ganz nett. Mhm. Das ist so das, was ich als Medium bezeichnen würde. Ach Gottes Willen, Digga. Das ist doch nicht. Das ist dein Medium? Das ist ein Medium. Das nicht oder da stirbst du bei einer Seltas. Ja, Seltas zerfetzt dein Gehirn. Das ist stilles Wasser. Digga, das ist still. Still. Das ist still. Ist still. Krass, Mann. Ich reagiere auf Kohlensäure ganz wild, du. Das hat wieder fast so ein bisschen was Säuerliches, Metallisches. Ich finde es sehr metallisch. Ja. Ich kann es aber gut trinken. Ja, es ist auch wieder ein bisschen härter. Das gefällt mir. Mhm. neue deutsche Wasserhärte, Alter. Bei einer entspannten 6. Das ist für mich so ein Benchmark-Wasser, da die kriege ich 5 bei mir. Es macht hinten raus irgendwas, was mir nicht gefällt. Aber ich bin auch bei dir, es hat diese Härte wieder und dieses Klarere, weil es halt weniger ins Süße geht, sondern eher wahrscheinlich so ganz leicht ins säuerliche, metallische, so ganz komisch zu erklären, ist für mich eine 6. Also 17. 17. 17 Punkte, ist stabil auf jeden Fall, muss ich sagen. Naja, ist Überdurchschnitt. Wollo. Jetzt habt ihr Bock auf Zeltas, ja? Aber das ist nur Medium, Digga. Ah, ist Medium. Nur Medium, aber die Medium, die Medium kann Olli nichts. Ich hab ja Zeltas schon mal getrunken. Nee, du wärst tot. Achso, ich wär tot. Kann sein, dass du das schon mal getrunken ich hast. Ich verstehe. Zeltas Klassik, Digga, so wie du gerade das als Medium bezeichnet hast, hätte dich die Zeltas Klassik wirklich das. Wahrscheinlich von innen zerrissen. Ja, ja. Ich hasse das wirklich sehr. Aber ich muss sagen, Zeltas macht schöne Flaschen. Zeltas. Schauen wir mal rein. Das ist Medium. Wie war der Werbeslogan von Zeltas? Die hatten mal einen Werbeslogan. Schmeckt wie Zeltas. Zeltas ist ein Wasser, was ich von Eltern und Großeltern kenne. Ey, das ist irgendwie trocken. Ich weiß, was du meinst. Doch, doch. Du hast, ich so ein bisschen. Du hast nicht dieses Gefühl von wegen... Ich habe nicht das befreiende, erfrischende Wassergefühl. Ja, überhaupt nicht. Warum nicht? Als für alte Menschen ist. Aber wie? Alte Menschen trinken wenig und Zeltas sagt, na dann fühlt es sich halt an wie Staubatmen. Ja, aber wie Staubatmen, ja. Also kann ich instant abkürzen, das finde ich super langweilig und spektakulär, kann man trinken, stresst mich nicht, ist eine 5. Ich bin auch bei einer 5. Ja. Das ist für mich ein Punkt schlechter als das davor, weil es ist mir schon auch wieder zu sprudelig, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, ich mag Alter. Das Mundgefühl bei dem so Wasser krass. Weniger. Das hat keine Härte, es hat keine Überraschung. Vielleicht ist das Zeltas. Vielleicht ist deshalb das perfekte alte Leute-Wasser und das perfekte Wasser für so die durchschnittlichste Durchschnittskartoffel. Ja, aber wahrscheinlich genau das da auch. Ich gebe auch 5 und das ist nichts dran stört. Hast du Zeltas Medium? So, absoluter Durchschnitt ist ja auch das, was die meisten Leute erreichen kann. Ja, ist okay. Das ist genau das, was du sagst. Es ist eine 5. Digga, wir machen das groß. Nächstes Jahr, Jugendwort des Jahres, Digga. Don't be Zeltas, Mann. Ich würde gerne Spitze sitzen. Sorry, ich habe mein Glas angefangen. Etoile. Aus dem großen... Boah, den kannst du geil slappen. Ja. Ne? Slapp mal. Okay. Oh, der Jiggle. Okay. Okay, wir haben hier Moment. Natrium. Das ist ein guter, fester Jiggle. Hat der nicht. Oh ja, wie viele Liter? 5 Liter sind das. Tattoo, was schlechtes ist. Ja. Also, wer die Gold erhält, wenn ein Produkt die DLG-Prämierung in Gold erhält, steht DLG. Alle Tests, das steht. Lebensmittelgesellschaft? Ich glaube schon. Deutsche Landwirtschafts. Nee, Lebensmittel macht mehr Sinn, glaube ich. Deutsche Langosch. Genießer? Deutsche Langosch-Genießer. Aber ich weiß. Bitte schön, die Kenner. Paul, darf ich dir einen Schluck eingießen? Damit musst du im Restaurant mal als Kellner.
Wie sehr hast du gerade verkackt? Freunde, also allein dafür lohnt sich etwal. Also Flo hat recht, ist die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft. Ha! Gold kriegst du, wenn du alle Testkriterien fehlerfrei erfüllst. Alles klar. Jetzt wissen wir aber nicht, was die Testkriterien sind. Also, du einigst dich aufs Bare-Minimum. Digga. Du einigst dich aufs Bare-Minimum und kriegst Gold. Ekel. Selbst mein ganzes Glas tropft. Oh, anfangs nett, aber dann... Was ist denn? Dein Herz? Es hat keine Härte, es hat keine Spitze. Das kannst du in einem Zug wegsaufen, das Zeug. Ja, da kannst du die 5 Liter Kanister leer machen, gefühlt. Ne? Also, wird wahrscheinlich ein bisschen auf den Magen schlagen, aber... Das ist dieses, weißt du, wenn du... Durst hast. Ja. Nee, wenn Panik ist, dann kaufst du die. Ja, ich verstehe. Und dann legst du demjenigen noch so ein Handtuch übers Gesicht. Also das ist Wasser. Ey, wir sind uns schon einig, dass der CIA-Bunker ist, deswegen ist auch der hier so schräg angebracht. Du halten kannst, um so eben Leute zu waterboarden, ganz klar. Ey, ich find's gar nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist Wasser. Das ist Wasser. Das ist Wasser. Richtig Wasser. Das ist richtig Wasser. Ich find, also gebe dem 6 Punkte. Ich gebe dem 7 Punkte. Das Ding ist, ich könnte mir vorstellen, das zu trinken. Ich könnte mir aber vorstellen, meinen Pool damit voll zu machen. Du kannst alles. Aquarium. Du kannst damit baden. Es hat eher ein Werkzeug als ein Lebensmittel. Nee, es ist Allzweckwasser. Ja. 7. Ja, okay. Das ist völlig okay. 20 Punkte. Digga. Bleibt nicht in Erinnerung lange. Nee. Ist euch klar, dass ich jetzt schon keinen Bock mehr auf Wasser habe gerade? Wasser geht nach. Echt, jetzt schon? Ja. Mein persönlicher Second Favorite, sagt man das so? Nee, oder? Ich glaube, mein Problem ist aber, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ja, ich habe auch nur Brötchen gegessen. Und mein Körper, ich habe noch gar nichts gegessen. Und mein Körper, achso, dankeschön. Nee, ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Irgendwie ist... Boah, das klingt ganz doll sprudelig, Digga. Was geht denn hier ab? Das tötet mich Hä? Doch. Digga, so, ey, du das hat richtig kein eingegossen. Es hat... kein Plan. Hast davon, du wirklich keine Ahnung von Sprudelwasser? Digga, ist das krass. Ey, es gibt Sprudelwasser, Digga. Ey, wirklich, eigentlich schade, dass wir keins haben. Es gibt, oh, jetzt wirklich, es gibt Sprudelwasser, was ich zerreißen würde. Ja. Scheiße. Oh, angenehm. Angenehmer Start. Deutlich weniger, als ich dachte, ja. Das Schwermetall in erfrischender Form. Ich hätte nicht gedacht, dass wirklich jedes Wasser anders schmeckt. Ja, ist ne? abgefahren. Das macht Spaß. Pff, okay. Beim Trinken. Doch, und das ist, hat das, was du vorhin gesagt hast, salzig. Es hat eine gewisse Salzigkeit und das macht Spaß. Das ist eher wie fast schon ein Snack. Ja, nee. Aber das, das finde ich, ist das optimale Begleitwasser zum Essen. Ja, doch, fühle ich sehr. Das ist eine 9 von 10. Besser, aber 9 von 10? 8. Ich gebe tatsächlich auch wie Olli 9. Damit sind wir bei 26. Da ist hier ganz nach vorne. Das hat hier dein... Können wir den Namen nochmal hören? Das ist Adelholzener Sankt Primus Heilwasser. Kurz meine Tränen hier abwischen. Oh, hier können wir deine Tränen auffangen? Kannst du nicht einfach jetzt... Kannst du nicht... Adelholzener, ja, nicht schlecht. Auch schön, ja. Schöne Glasflasche, muss ich sagen. Ja, ich glaube sowieso, dass keine Plastikflasche mithalten kann. Gucken wir mal. Stell dich schon mal runter. Willst du Nestle kommen? Nimm San Pellegrino. Komm, wir probieren San Pellegrino. Warum wird das denn so vielen Scheiß Wenn wir schon bei Restaurantwasser sind, ja, genau. Ja, ja, das zerreißt Olli. Meinst du, das ist sehr sprudelig? Oh, es dampft. Hast du gesehen? Ja, klar. Es hat gedampft. Woher? Ich verstehe bis heute nicht, warum das Standard-Restaurantwasser ist. Weil es so viel zu teuer ist dafür, wenn du mich fragst. Am Rande der Tänischen Alpen trifft Niederschlag auf die Erde und versickert 30 Jahre später, tritt es unberührt und mit einzigartiger Mineralisierung an die Oberfläche. Wie kann das denn durch die Erde gehen und unberührt bleiben? Naja, unberührt von Menschen wahrscheinlich so. Ach so, ja. Aber glaube, 30 Jahre sickert es durch das Gestein, bis es unten wieder rauskommt. Das hat mal jemand... Das ist eine sehr lange Filterung. Jemand hat das mal gemessen. Wahrscheinlich kann man das wissenschaftlich nachweisen, aber es ist für mich halt wirklich so, jemand hat an einen Tropfen zum Tracker gemacht und der kam 30 Jahre später wieder unten raus. Radioisotope reingekippt, einfach oben in die Quelle. Ja, geil. Nice. Seitdem wissen wir darüber Bescheid. Wir haben noch nicht einmal angestoßen. Ist ein hübsches Wasser. Ja, jetzt nehmen wir das Nestle-Wasser zum Anstoßen. Ich finde, das ist ein hübsches Wasser. Auf wirtschaftlichen Erfolg, Freunde. Auf Geld. Gegen Menschen, für Geld. Ich sag dir eine Sache, das mag jetzt vielleicht sich bei mir im Laufe der Jahre auch so einfach eingeklickert haben im Kopf, aber ich hab das getrunken und ich hab das Gefühl, ich hab eine rot karierte Decke gerade vor mir. Was? Hä, was? Beim Italiener, weißt du? Ach so. Gleich kommt meine Salami-Pizza. Dachte, wer hat dich denn mit dem Flanellhemd mal belästigt? Ich hätte auch gerne eine Salami-Pizza. Oh, eine Salami-Pizza bestellen, Alter? Aber die Sprudeligkeit nimmt mich gar nicht so mit. Nee, die ist auch weniger, als ich jetzt erwartet habe. Mit so hart. Ist überhaupt nicht hart. Hä, sind draußen
aber auch dieses leicht Süße, was du eigentlich magst. Nee, ist mir zu hart. Nein, es hat aber dieses, was du am Anfang gesagt hast, ich finde, es hat so was Holziges, als wäre da ein Ast mit drin. Ja, das ist das, was ich witzigerweise finde, wo ich mir denke, so da entweder da war was drin oder so unberührt von Menschen am Arsch, das schmeckt wie irgendwas, womit ich mein Ceranfeld sauber machen könnte. So. Boah, das erste Wasser, bei dem wir ganz weit auseinander gehen alle. Das Spannende ist, es ist im Antritt. Jetzt schmeckt für mich nicht natürlich. Nicht? Nee, gar nicht. Bisschen zu viel Sprudel, mit weniger Sprudel fände ich es wahrscheinlich geiler. Ist für mich... Ja, hast du ja hier. 7 ist zu hoch, ich gebe eine 6,5. Ich gebe 4. 10,5? Ich bin, glaube ich, ja auch nur bei einer 4. Fair enough, 14,5. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, im Restaurant schmeckt es besser, als es jetzt gerade schmeckt. Ja, da macht es die Umgebung. Brandenburger Quell. Die ist nach Brandenburg, Freunde. Kann ich schon mal sagen. Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt. Urquell frisch aus der Diedersdorfer Heide. Diedersdorf kennt man. Kenne ich, ja. Ja, ja. Ich wusste nicht, dass die eine Quelle haben. Schöne grüne Flasche, muss ich sagen. Schreiben die da drauf. Oh. Aber. Woher? 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 Hallo, ich bin Oliver. Es hat wieder gedampft. Guck mal, siehst du das? Weißt du, also wenn du viel. Ich mir immer so viel ein. Dann frage ich mich die letzten 6 Gläser. Das nächste Mal, wenn du bei uns bist, kriegst du mal von uns SodaStream versetztes Wasser, wie wir das trinken. Ja, ihr sprudelt da so lange rein, bis das Gerät platzt. Ja. Ne? Oder die CO2-Flasche. Pass auf, wenn du wieder raufdrückst und die Flasche kommt so nach vorne, macht er. Ist auch nicht viel Kohlensäure, hat aber eine gute Härte, finde ich. Sauer. Hä? Was? Ja, durch die viel Kohlensäure. Hat das für mich Säure. Wenn Säure da drin steckt, heißt das nicht, dass es sauer ist. Für mich ja. Für mich ist es auf der Zunge total sauer. Ich habe mal wieder das Gefühl, ich hätte Wasser getrunken. Also ich bin da bei einer soliden 7. Ja. Das ist krass. Also ich glaube, es hat einfach vielleicht wirklich was einfach mit mir zu tun. Es ist für mich bisher das sauerste Wasser. Metallisch aber sauer nicht, macht aber lustig. Sauer. Aber es ist an sich ein gutes Wasser. Also es ist, wenn ich es getrunken habe, ist so, ja, erfrischt. Ja. Die Kohlensäure nervt. Es ist aber erfrischend besser als das letzte, deswegen 7. Okay, 21. Latte 21. Wie gesagt, mit der Säure komme ich hier wunderbar zu. Ich mag das Süße. Das ist prima. 21, knapp den Tisch verpasst. Brandenburger Quellmedium. Ah, ist aus Brandenburg, muss gut sein. Also ich hatte mal ist so ein... Dit? Ja, Bismarck. Das ist Bismarck, Fürst Bismarck, natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt. Und das ist das räudigste Wasser, was ich seit langer Zeit... Das schmeckt aber nicht nach Bismarck-Hering, oder? Echt? Das räudigste Wasser, was ich seit langer Zeit zu Hause hatte. Ich habe das gekauft und ich war super enttäuscht, weil es so eine wunderschöne Flasche hat. Es sieht aber auch mehr aus, als wäre es eine Alkoholflasche, als eine Wasserflasche. Ja, absolut. Guter Wodka-Standard. Ja. Gin oder so, ja. Aumühle. Geeignet für natriumarme Anlagen. Aumühle. Oh, Digga. Das Wasser trinken ist kein Verbrechen. Ich glaube, das ist sehr sprudelig. Echt? Ja, sehr gut. Du musst die ganze Zeit rülpsen. Ach, Kim, umgefallen. Was willst du machen? Ah, Mann, er kann nichts machen. Ja, was wird? Was wird? Cheers. Cheers. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist. Ich finde es sehr ähnlich zu dem davor. Abgestanden. Ich habe ein trockenes Maul danach. Ja, ich hasse Maul ist alles wieder daran. Da. Aber es hatte in der Mitte irgendwo was schon Bitteres, finde ich. Ich hasse alles an diesem Wasser. Ja, das ist wie so an einer Alupapierkugel lutschen. Ja, ne, ja. Das trifft's. Alupapierkugel. Oder so vorne am Wasserhahn, wenn es schon so verkalkt ist. Erstens, wieso? So dran saugen, so. Wisst ihr, so. Erstens, wieso? Zweitens, warum macht mein Kopf gleich daran, Alupapier an den Zehen zu schieben? Ja. Richtig unangenehm, eklig. Mein ganzer Körper hasst es gerade. Oh. Hat eine schöne Flasche, deswegen 0,5 Punkte. Oh. Nee, so schlimm finde ich es nicht. Ich finde ich auch nicht. Es ist immer noch super sauer auf meiner Zunge. Widerlich. Es kriegt 3 von mir. 3, ja, wollte ich auch gerade sagen. 3. Da muss ich sagen, auch wenn ich kurz vorm Verdursten bin, wäre da mein Motto, lieber wieder nicht als wieder nicht. Liebe Freunde, wenn ihr ein Lieblingswasser habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ja, ich bitte vor allem, wenn wir euer Lieblingswasser hier abstrafen, dabei haben, vor dann allen Dingen, frontet dabei uns haben, bitte in den Kommentaren, wie schlecht wir sind. Nee, so, jetzt. Da muss doch kein Front rauskommen. Ihr könnt auch einfach für euch nach diesem Test halt festgestellt haben, ihr habt keinen Geschmack. Aber Olli sagt Hass. Hass. Wir brauchen Hass. Immer wenn ich über Volvic bei uns im Stream gesprochen habe, rasten die Leute immer aus und sagen, das ist doch Dings hier, das Nestle. Nee, es ist nichts, Danone. Ist das besser? Muss ich jetzt mal fragen. Ich habe keine Ahnung. Man behauptet ja, alles wäre besser als Nestle, aber im Endeffekt, ob Unilever, Nestle, also im Endeffekt ist es ja Latte. Alle haben sie. Das Schöne bei Volvic kann ich euch jetzt zumindest aus Profikreisen sagen, deswegen ist das mein meistgekauftes Wasser, obwohl ich kein Wasser kaufe, zum Trinken.
Ich benutze das für meine Kaffeemaschine. Ich muss ganz kurz revidieren, bevor das zu politisch wird. Natürlich ist es nicht Latte, weil sie haben natürlich trotzdem Unterschiede, wie sie mit Menschenrechten umgehen auf der Welt als andere. Also so ganz relativieren kann man es nicht, aber Großkonzern ist Großkonzern. Wolwig, Freunde. Sanft. Ja. Solider Abgang. Digga, fast dickflüssig. Ja, ne? Hat wirklich was Öliges, ja, ja. Wirklich fast schon ölig, aber mega sanft und ja, wie Seide geht das runter. Und ist dabei trotzdem hinten raus erfrischend. Die wird's ein Tick zu hart sein, oder? Fast dickflüssig. Ich finde das so halb gut und halb nicht. Ist halt auch so ein Ding, das haben sie geschafft. Wolwig ist Wolwig. Das ist für mich wirklich, das ist erfrischend. Ja, ist okay. Das ist ja wirklich so. Pauls Energielevel. Ich muss erstmal pissen, echt, wenn ich trinke. Ich gebe Wolwig 4,5 Punkte. Ich gebe Wolwig 6. Okay, wild. Also ich würde dem so als stilles Wasser. Wir jetzt hören, warum. Kriegt das von mir eine 7,5. Boah. Ach so, du findest unsere Bewertung zu niedrig. Ja. Ah, okay. Freunde, wir fühlen uns so ein bisschen energielos. Wir brauchen ein bisschen Leben in uns, oder? Haben wir Zeit für lebendiges Wasser? Sankt Gero. Ja, stabiles Sankt Gero mit von Dr. Gero? Geroldsteiner. Gero. Ein Geroldsteiner. Ich finde das Logo. Ein gutes Gespräch. Dieses Kreuzrittermäßig, ne? Ja, weil es Sankt Gero ist, da nochmal so ein Kreuz reinzuhauen. Gib mir den Säuer, der Ohr sprudelt aber. Das sprudelt überhaupt nicht. Und du hast dir schon wieder am meisten eingegossen. Boah, dann viel Kalzium. Gegenanzeigen nicht anwenden bei eingeschränkte Ausscheidungsleistungen. Kannst nicht kacken, sollst du nicht trinken. Das ist zu Risiken und Nebenwirkungen, frage ich den Arzt und Apotheker, wenn du so ein Wasser trinkst. Ist ja auch ein Heilwasser, Olli. Ja. Sankt Gero, der Säuerling. Sankt Gero, der alte Kreuzritter-Säuerling. Ja, ich sag dir, rein damit. Prost, Freunde. Sprudel dir rein, den Säuerling. Wo will denn der hin mit mir? Der Ritt. Ich glaube, der will in deine Vergangenheit und was Böses mit dir anstellen. Der hat hinten in meinem Rachen. Oh Gott. der hat, das ist ganz spannend. Mein Name ist Oliver Rogue. Ich meine Shaden Dombrowski. Der hat was, glaube ich, was dir wieder gefällt. Wieder dieses Süßliche hinten raus. Findest du? Ich finde das nicht süßlich. Ich finde das null süßlich. Ich finde das schon wieder pappig. Ich finde das auch nicht jetzt so gut. Ja, Pappmaul ist ein bisschen da, ja. Versetz dich mal in die Lage von jemandem, der das Wasser kauft, weil er denkt, ich tue meinem Körper damit was Gutes, im Sinne von medizinisch. Ja. Wenn du so eingestellt bist und das trinkst, kriegst du ein bisschen das Gefühl, dass dem auch so wäre. Aber wenn es nur als Wasser bewertest, dann ist halt nicht so geil. Schmeckt einfach nicht gut. Nee, 3 von 10. Wie viel? 2, 3. 5. Okay. Krass. Ja, also ich finde es schon besser als unser Benchmark-Wasser. Ich muss eine 5,5 geben. Ach, du findest es besser als Selters? Deutlich. Aber komm, ein bisschen nimm mal Adel Tawil da. Adel Tawil. Aus der Adello-Quelle. Adello Mineralwasser. Ist dir auch aufgefallen, dass Ollis Haare mal kürzer werden? Was zur Hölle? Auf jetzt. Ja, Olli tut nach Brandenburg ziehen ohne Jud. Ja. Solltest du dir überlegen. Olli kriegt Angst. Aber wie aggressiv, Alter. Oh ja, Alter. Richtig aggressiv. Ist das Medium? Das ist nicht Medium, ne? Nee, da steht nichts drauf. Mineralwasser halt. Der will Stress. Olli wird zerfetzt jetzt. Olli, bereite dich auf den Moshpit deines Lebens. Danke, reicht. Digga, ihr waterboardet mich mit Mineralwasser, weil es schlimmer ist, ne? Kleine so MG-Schützen drin sind. So das ist der Wasserkrieg in deinem Mund gleich. Holy shit, Alter, das sprudelt dich richtig aus dem Leben. Ist noch lange nicht so sprudelig wie andere Wasser, aber ist schon sprudelig. Aber ist schon dolle. Also ich habe mein Problem mit solch doll sprudeligen Wassern ist, ich schmecke das Wasser nicht mehr. Ich schmecke nur noch Kohlensäure. Ah, ich finde es erfrischend hinten raus. Ich mag es nicht so. Find's gut. Ist okay. Gab schon Besseres heute. Gibt mir nix. Aber ist jetzt auch nicht scheiße. Also? 4. Ja, das war tatsächlich auch die Zahl, die in meinem Kopf rumschwirrte. Oh. 3. Okay. Sind 11. 11. Immer noch nicht letzter Platz, aber auch nicht auf dem Tisch platziert. Nee, auf dem Tisch Adello ist schon lang. Deswegen, ich meine ja, alles, was Plastik ist, wird da nicht hochkommen, glaube ich. Aquapana. Auch wieder beim Italiener, ne? Das kriegst du ja, wenn du das stille bestellst. Ist es still? Ja, das ist ja im Prinzip nur St. Pellegrino ohne Kohlensäure. Ja. Müsste, ne? Da sieht er sich. Ist aber auch am kürzesten haltbar bisher. Alright, Freunde, wir kommen zum nächsten Kandidaten. Aquapana. Besser als der Aquapenna.
Nicht zu verwechseln mit Aqua di Gio. Macht Gio oder eigentlich. Echt Kölnisch Wasser? Aqua di Gino, Alter, und dann verkauft er seinen Schweiß. Boah, das ist lecker. Das Wasser oder Gino? Nee, Gino. Schmeckt wie Wolwig. Ja, ne? Das ist sehr nah. Du kannst dein Kaffee-Game noch viel teurer machen in Zukunft. Geil. Da müssen die Mineral- und Kalziumwerte müssen. Das müssen wir erstmal checken, du. Ich weiß gar nicht, es erinnert mich auch ein bisschen an die Toilette. An Etoile. Aber ist nicht ganz so gut. Kam auf 20, der Toilette war gar nicht so schlecht. War gar nicht so schlecht, ne? Wird irgendwie eine 7 oder 6 gewesen sein, deswegen kriegt Panna jetzt eine 5. Also für mich ist das so ein Wasser wieder, das hat keine Spitze in irgendeine Richtung, es kannst dich wunderbar, kannst du trinken, ist kein Highlight, kriegt von mir eine 7. Ja. Sollen wir 18? Ja, klar, 18 ist doch eine gute Zahl. Auch nur knapp am Tisch vorbeigeschlittert. Naja, 22,5 ist schon 5, viel. Da muss schon mal was passieren. Ja, es ist schade, dass man da gar nicht so viel zu sagen kann, außer... Was ist das? Schmeckt hier, halt ey, nach Wasser. Das ist ja diese aggressive Riesenflasche, Lichtenauer Medium. Oh, was ist das für ein Riesenkavenzmann? Lichtenauer. Hä, warum sieht das vorne aus wie Putzmittel? Lichtenauer Medium. Da meine ich, das sieht aus wie Putzmittel vorne, oder? Ja, erinnert so ein bisschen an Priel oder so. Während Villa Riva schon feiert, trinkt Villa Bajo noch Lichtenauer Medium. Diese Trollo Etikett vorne drauf, das is ist es nicht. Deswegen heißen die auch Lichtenauer, Paul. Damit kannst du die Reihen deiner Feinde lichten und alle sagen, aua. Also hier steht einzigartig mild im Geschmack. Ja, aber heißt einzigartig mild im Geschmack auch wieder langweilig? Oder heißt das wieder so schön weich? Es ist auf jeden Fall perlig. Finden wir es heraus. Ja, ist halt Medium, ne? Oh, bei dem hängt das Gefühl, riecht nach was. Aber sanft? Gerade irgendwas. Es ist mild im Geschmack. Ja. Aber es hat wieder diesen... Hinten raus, ne? Macht irgendwas in meinem Mund, was ich nicht mag. Mhm. Ich möchte danach so ein bisschen ganz kurz, wenn man so Getränke absetzt und man verzieht unweigerlich ein bisschen so die Sicht. Es gibt für mich verschiedene Arten von Kohlensäuren. Ja. Nicht nur, was die Perligkeit angeht, sondern wovon ich davon überzeugt bin, was das mit dem Geschmack macht. Ja. Und das mag ich nicht. Das würde ich beschreiben mit so, glaube ich, schmeckt saurer Regen. Ich verstehe witzigerweise, was du meinst. Nicht, weil er so wirklich sauer ist, sondern weil er sich nicht natürlich anfühlt. Mhm. Schmeckt wie mit irgendwas versetzt, was ich nicht mag. Und das, wo mein Geschmackssinn sagt, will ich nicht. Kommt so sehr um die Ecke mit so, hier ist eine Bubbel, 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 Bubbel. Ja, weißt, macht nicht als, so, wenn du die Bläschen zählen kannst. Im Mund. Macht nicht Britzel, Britzel, sondern macht so Bubbel, Bubbel. Ja, ja. Das sieht irgendwie dreckig aus. Guck's dir an. Ich guck's mir an und denke... Es scheint nicht so schön wie, guck mal, wenn ich mir daneben jetzt Licht und Mond an, Sonne und Mond anschaue, die haben eine richtige Strahlkraft irgendwie. So. Kriegst von mir eine 3. Für mich ist das eine 4. Nee, ich bin auch bei einer 3, ich gebe ihm 10. 10. Irgendeinem Grund glaube ich, dass das hier das langweiligste Wasser ist, was wir haben. Ich glaube, das ist das widerlichste. Rewe, beste Wahl, Aqua Mia still. Mag dich, die Flasche erinnert mich an PT-Bier. Du hattest ja gestern diese Nachricht geschrieben und ich weiß nicht, warum das so ist, dass du dich freust, dass der erste Test wird, der einen nicht traurig macht. Ich bin irgendwie traurig. Ja. Ich bin traurig. Aber weißt du, warum ich traurig bin? Aufgrund mangelnder Salami-Pizza. Ich denke auch an nichts anderes außer an die... Die ganze Zeit, ich will die 20 Scheiben Salami-Pizza, ich will die 20 Scheiben Salami-Pizza. Ich will nicht die 6 oder 8, ich will die 20 Scheiben Salami-Pizza. Ganz wenig Natrium, Kalzium schon ein bisschen mehr. Mit 20 Scheiben. Aus Liebe steht still drauf. Aus Liebe. Übrigens schon mal 5 Extrapunkte. So oder so. Nee. Weil es Rewe ist und in Rewe gibt es jetzt Alarmstufe Rauch. In ganz Deutschland, in 1800 verschiedenen Läden, könnt ihr euch gönnen und also hoffentlich, weil die können es auf jeden Fall alle bestellen und einführen. Und wenn sie es nicht machen, dann geht in euren Rewe und sagt, warum ist es nicht hier? Es ist die erste Flasche, die Nutri-Score hat. Ja, aber was, also Spaß dir halt. Welche Flasche Wasser das kriegt denn nicht A? Natürlich A, aber still. Warum? I'm so sorry, Paul. Da war irgendwas auf meinem Glas. Da seht das. Still. Still. Das ist groß still. Groß still. Oh, das klang toll. Warum wolltest du, warum hast du dir noch eingesnackt? Drive-by anstoßen. Es ist still. Es ist sehr... Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Auch von gar nichts, ja. Das ist einfach Wasser. Ja, kann ich abkürzen, gebe ich aber 5 sieht Punkte. Auch, ich muss auch sagen, es sieht im Glas, finde ich echt hübsch. Nee, aber find ich irgendwie nicht. Muss jetzt meine Anfangsaussage natürlich revidieren, weil es kann ich jetzt nicht 5 Punkte extra bekommen, weil dann hättest du jetzt 10 von mir. Aber ja, es ist eine 5, es ist solides Wasser, ist Wasser halt. Mein Problem ist, ich habe wieder das Gefühl zu schmecken, dass das aus einer Plastikflasche kommt. Ich verstehe. Bei dem weniger. Aber deswegen das weniger? Genau. Kriegt es von mir die 5. Das aber ist ich merke, erstmal, dass es nicht so intensiv ist. Nicht so dolle. 6.
ich jetzt irgendwie nicht kommen sehen. Das sind 16 Punkte. Mein Körper war voll auf 15 eingestellt. Was ist Filzer? Was ist das? Ih, Filzer klingt aber eklig. Hä? Aber das ist doch faul. Wilser. Wilser ist Bio. Habe ich noch nie gesehen. Bio, was? Das ist Bio. Natürlich. Ist endlich Biowasser. Biomineralwasser. Naturell. Habe ich noch nie gesehen. Ich denke übrigens immer noch an nichts anderes, außer an Filzer. Wir haben übrigens nicht nur mit Bio, sondern auch, jetzt kommt es mit nachhaltiger Wasserernte. Bei dieser Wasserernte wurde kein Wasser verschwendet. Nee, aber keine Wasser. Also, das finde ich ja an sich schon mal einen ganz guten Punkt. Also, mich holt das erstmal ab und ich denke mir so. Ist aber tatsächlich so, nachhaltige Wasserernte heißt, der Quelle weniger zu entnehmen, als von Natur aus nachfließt. Ach, das ist ja geil. Und so regionalen Ökolandbau zu unterstützen. Das finde ich aber prinzipiell cool. Interessant. Biowasser von Biowasserbauern. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Das ist für mich auch wieder, das ist der Grund, warum ich stilles Wasser eigentlich nicht mag, weil es mir zu lame ist. Das ist so langweilig. Aber es hat für mich gerade den Vorteil, dass es ein Tick kühler ist. Mhm. Und das finde ich gut. Ja, kriege ich von mir eine 5. Weil es ist sehr nah an dem was wir gerade hatten. Ja. Ne? An dem, was war das gewesen? Das, die Rewe-Quelle. Ja, die Rewe. Muss ich auch sagen, ist sehr nah dran. Auch optisch, finde ich. Aber ich habe eine 5 gegeben, denke ich auch wieder eine 5. Das ist für mich so stilles Wasser, wie es im Buche steht. Super schwer. Was habe ich gerade gegeben? 6, ne? 6 hast du gegeben. Das hat beim Trinken was mir besser gefällt. Das ist eine 7. Ich finde es nämlich auch ein Tick besser. Es ist wieder so mehr zur Mondquelle, ne? Es ist mehr dieses. Ist auch ein Tick besser. Frisch. Wahrscheinlich ist eine Glasflasche auch einfach kühler als eine Plastikflasche. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Das kann schon sein. Oh, vielleicht ist es das, warum es mir jetzt gerade ein bisschen besser gefallen hat. Ja, stimmt. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Das eine war Plastik, andere Glas. Als nächstes, glaube ich, wäre mal angesagt hier, absoluter Klassiker, Spreequell Klassik. Ja. Ich glaube, das ist so ein. Ich krieg direkt Gänsehaut. Klassik. Das ist ja nochmal so ein Olli-Feind. Klassik ist ein Olli-Feind. Ich hab richtig Bock. Oh, gib. Jede einzelne Perle, die da kommt, Olli. Go. Ich geb dir mal so viel, wie du nur brauchst, weil du gibst dir ja immer selbst ein bisschen mehr. Aha, gute Kalziummenge. Blenden wir euch alles ein. Ne, Toni? No. Da ist es. Das stresst mich ja schon wie Sau, dass das hier wie so ein. So ein Vorhäutchen sich hier. Was? Oh Gott. Spreequell. Freunde, wir als Berliner müssten darauf ja voll abgehen. Direkt aus der Spree. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Mm. Das ist gut für Olli. Boah, Digga, das sprudelt dich richtig an die Wand. Mag ich gar nicht. Nee. Aber wisst ihr, damit repräsentiert Berlin einfach so die Wasserwerfer auf der Straße. Ja, so hart wie das Wasser aus Berliner Wasserwerfer. Ja, ist okay. Auf jeden Fall. Ein guter Slogan. Ey. Wieder nur Kohlensäure. Ja, 4 Punkte. Ja, gehe ich nicht mit, gebe ich aber 3,5. Spreequell mag ich nicht. Ne, macht Geräusche beim Trinken. Warum? Das Geräusche beim Trinken. Ja. Wir sind bei 7,5. Olli. Oh, 10,5. Hart abgestraft. Ja, das mag okay. Ich nicht. Ich hatte bei Olli jetzt eine 1 erwartet. Ich würde es gerne vernünftiger testen und euch sagen, wie es mir schmeckt, aber es ist nur sauer und Kohlensäure auf meiner Zunge. Das ist doch nicht sauer. Nichts daran schmeckt sauer. Das ist nicht, mit dem nicht, sauer. Nicht wie eine Zitrone sauer, aber im Vergleich zu Wasser. Das ist die Teutoburger Bergquelle aus Bielefeld. Ja, mach. Dieses Wasser dürfte gar nicht existieren und ich will wissen, was es damit auf sich hat. Jetzt hat es mich aber auch erwischt hier mit der Rhypsoritis. Dankeschön. Warum kleckerst du so viel mit Wasser? Nee, ich habe keine Ahnung, Mann. Das ist die Flasche. Bio, aber 401 Meter Quelltiefe. Ja, das ist wichtig. Ja. Das ist, und wenn du weißt, dass Christine abgeerntet wird in 402 Meter Quelltiefe, dann haben sie mehr entnommen, als die Quelle zurückgibt. Meinst du? Klar, weil sie tiefer geworden sind. Hier steht legit nicht einmal das Wort Brunnen drauf. Keine Ahnung, wo Olli. Lass doch Olli sein. Das heißt doch Christinenbrunnen, oder? Nein, das heißt Christinen. Ja, dann hieß das früher Christinenbrunnen. Nein, weil das ist doch aus der Teutoburger Bergquelle in Bielefeld. Das hat nichts mit einem Brunnen zu tun. Da steht der Christinenbrunnen. Naja, aber ich bin diesem Irrtum nämlich auch aufgesessen und beim laut Vorlesen dachte ich mir gerade, na nü. Na nü danach. Na nü. Na nü. Na nü. Ja, also am oberen Rand der für mich verträglichen Sprudelmenge. Ist okay. Aber jetzt fängt es an mit diesen ganzen Standardwassern wirklich, die so sich komplett in Anführungsstrichen Mainstream bewegen. Ja, dass ja, sie alle langweilig sind. Ja, total. Wobei ich bei dem sagen muss, also da merke ich Quelle. So Quellwasser, das hat das für mich. Ist fresher als das davor. Das kann ich trinken. Das ist zwar immer noch viel Kohlensäure. Ja, ist für mich einfach jetzt auch eine 5. Jetzt wird es halt leider lame. Also ist für mich auch nur eine 5. Ich bin bei, ganz ehrlich. 10. Nee.
Ich hab's gerade ein bisschen geschüttelt, Kohlensäure rausgeholt, aber das ist mir noch besser gefallen. 6,5. Ja. Lichtenauer hatten wir schon. Lichtenauer, wir hatten aber... Ja, nee. Wir hatten Lichtenauer sanft. Lichtenauer pur jetzt reingeorgelt. Boah, richtig aus der Plastikflasche nochmal. Ja, ich finde auch... Stilles Wasser aus der Plastikflasche ist halt wirklich einfach so eine Verschwendung. Okay, danke, danke, Herr Wassersommelier. Oh, die scheiße auf alle mittlerweile. Lichtenauer pur. Aber das ist besser als das Berliner Ding hier, Spreequell. Ist nicht so... Weil das hier nicht so kondomig wirkt. Hä? Das ist dünnflüssig. Aber und, das ist und mit was Wasser verdünnt. Was hat das für einen Nachgeschmack? Das ist Wasser mit Wasser verdünnt. Das ist wässrig. Ja, ja, oder? Hä? Alle Wasser haben irgendeine Struktur oder so. Und das wirkt zu flüssig. Das ist halt pur. Also ich habe so beim Trinken das Gefühl, das geht direkt in die Blase, direkt wieder raus so. Ja. Weil es so flüssig ist. Nee, der wird bestimmt auch nicht rausgezogen. Muss ich aber ehrlich sagen. Also dagegen den Volvic, was ja schon fast ölig war. Aber da kannst du die Flasche weg extra. Überraschende 6,5 von mir an der Stelle. Muss auch sagen, gibt das 6 auch. 7 von mir, das sind, das ist viel zu kompliziert. 19,5 ist doch ein Spiel. Alter, 3. 19,5 ist so 3 Punkte weg vom Tisch, ne? Da ist ein Vogel drauf. Ausgewogen, mineralisiert und geeignet für Babynahrung. Natriumarm. Siehst du, geeignet für Babynahrung. Wasser, Alter. Ich hab das Gefühl, ich trinke echt zu wenig. Ja. Ich bin so ein Schwamm und ich glaube, ich finde schon, dass meine Arme schwerer zu heben sind. Osmose, Mann. Photosynthese. Aber auch hier wieder so, das ist so das 0815 Design. Das, mal gucken. Genau, liebe. Das ist zum Beispiel schon wieder dicker als das davor. Mhm. Ne? Machen die da doch Karagen rein? Also irgendwie, weiß nicht, das hat mich jetzt verloren, das Wasser. Wo kommt denn da der Monte her? Weiß nicht, das ist eine Monte Monke. Aber am Anfang haben wir noch Wasser damit bewertet, dass wir gesagt haben, ja. Aber das hier zum Beispiel finde ich jetzt einfach wieder so, das ist mein Problem. Das sind jetzt die ganzen Dinger, die stehen in jedem Laden, die sind alle langweilig und ich finde auch das wieder langweilig und ja. Ich kann jetzt hier alles wahrscheinlich, was noch kommt, mit 5 Punkten beschriften. Das ist das erste stille Wasser aus einer Plastikflasche, glaube ich, bei dem ich das nicht schmecke, das aus einer Plastikflasche kommt. Ich fand das davor ein Ticken besser, das kriege ich von mir trotzdem 6 Punkte. Das kriege ich von mir 5 Punkte. 7. Das ist ein geiles, stilles Wasser, was ich mir wegballern kann. Ja. 18. Schön. Dann. Hier ist nochmal extra für dich. Ohne Kohlensäure, wir arbeiten uns... Oh! Ins Ohr rein! Wir arbeiten so, als wenn ihr einer in den Nacken genießt hat. Ja, das bekommt ein bisschen hin. Spaß mit Wasser. Was ist das jetzt hier? Das ist K-Classic, natürlich K-Classic Medium. Medium, das ist die Medium-Variante. Und wir haben aber noch... Ich könnte fast denken, bei uns ist ein Kaufland in der Nähe. Haben wir die gesprudelte haben wir schon getrunken? Die gesprudelte haben wir schon getrunken. Ist aber auch hart. Nee, mag ich nicht. Nein, das ist diese dünne... Mag ich gar nicht. Das ist das Erste, was ich wegkippen möchte. Was? Mag ich gar nicht. Da kam das ist irgendwas ein Bitteres. Zweiter Schlag ins Gesicht. Das ist irgendwas Bitteres. Ganz ekelhaft. Und der bleibt. Ja, der bleibt. Der Geschmack bleibt. Pappmaul und irgendwas Bitteres ist drin. Not gonna lie, Freunde. Schäm dich. I'm sorry. Du kippst wirklich? Krass. Erste, was er wegkippt. An der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich 0. Gar nicht. Platte 0. Nicht mal 0,5. Totalausfall an Wasser. Ich sag eine Sache ganz ehrlich. Für mich kriegt es eine 1. Nee. Weil ich muss noch Platz lassen. Wir haben es leider nicht hier, aber dieses geile Wasser, was du beim Dönermann kriegst. Hä, willst du mich rollen? Meinst du stabiles Sacker oder was? Nicht Sacker. Mann, wie heißt denn diese andere mit diesem beschissenen Verschluss? Das Wasser. Das ist wirklich so, das ist, wenn du am Boden der Gesellschaft angekommen bist, aber trotzdem Wasser trinken willst. Was du dir kaufst. Ja. Okay, so schmeckt ey, das. Ja, dann hat diese Flasche jetzt einen Punkt. Okay. Ein Punkt. Und damit sogar noch hinter seinem sprudeligen Bruder. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was hatte der? Das 6. War das Schlechteste bisher. Das hat nur gewonnen, weil mehr Sprudel hat, ne? Oh, das hat jetzt aber Potenzial zu ganz schlimm, ne? Nee, ich glaube also, nicht, dass es schlimmer werden nicht, kann. Nicht, dass es räudiger ist als die... Weißt du, für mich, pass auf, in meinem Kopf ist auch Folgendes passiert. Die Kohlensäure, die kratzt ein bisschen was von der Flascheninnenwand vom Plastik ab. Ja. Und dadurch wird es noch räudiger. Verstehe, komm, zeig den Leuten mal, was hier drum ist. Aber das riecht. Das riecht? Das kann auch sein, dass inzwischen... Alles riecht. Alles riecht. Das riecht nichts. Schmeckt okay. Weiß. Okay. Nee, das finde ich auch okay. Also Cis-Wasser. Sehr hell irgendwie. Okay, cool. Hast du gerade eine Erleuchtung oder platzt bei dir wirklich gerade? Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Ey, wie kann ich denn schon wieder so dringend pinkeln müssen? Das kann doch nicht sein. Digga, wir trinken normalerweise so legit von 8 bis 16 Uhr einen Energy-Drink, wenn es hochkommt. Nee, aber das macht irgendwas. Also ich finde das echt gut. Ja, ist in Ordnung. Ich finde das jetzt auch nicht schlecht. Ich hätte dem Ding jetzt einfach wieder, ohne groß was zu sagen, 5 Punkte gegeben. Das hat null Plastik, null Muff, null gar nichts.
trinkst, ich ist richtig schön 6. klares Wasser, ist geil. Was hat das Medium? Was hat das Medium? Da muss doch dasselbe Wasser sein. Das ist meine Theorie. Die haben beschissene Kohlensäure. Es kratzt ein bisschen. Ja, die Kohlensäure ist beschissene Thema, hatten wir ja schon, absolut 100%. Was kratzt ein bisschen was von der Flaschen? Ist ja spannend. Ja, kann gut sein. Ich sag dir, ist offen. Komm, 8 von 10, Rainer. Das sind 19 Punkte. Was hast du gegeben? 6. Ja, das sind 19 Punkte. Digga, das ist fast auf dem Tisch gelandet. Ich würde es mir nicht kaufen, aber ich würde es trinken. Wir hatten einen sehr interessanten Start. Wir hatten, wäre happy, wenn das noch einer im Auto hat, wenn man Durst hat. Ja. Ja, wir hatten einen sehr interessanten Start. Wir hatten jetzt so ein sehr gleiches Mittelfeld, oh, wo ja, alles so undefinierbare Masse. Oh, aber ich glaube, wir haben noch ein spannendes Ende vor uns. Schöne Flasche. Schöne, sehr, sehr schöne Flasche. Und man sieht hier oben am Rand, wurde schon ein paar Mal recycelt. Ja, in der Tat. Typische Kastenabnutzungserscheinungen. Auch. Ja, meine Uroma, damals hättet ihr erleben müssen. Meine Uroma, die hat, als es noch keine Handys gab, für den Anrufbeantworter zu Hause, die hat Telefonterror gemacht. Die hat teilweise dreimal am Tag angerufen. Und es war bei uns war es schon Running Gag. Wir haben schon gelacht, wenn wieder der Anruf kam und so 7 Anrufe auf Anrufbeantworter. Und ihre Anrufe fingen immer so an. 3 Sekunden Stille und dann kam so ein. Ja. Und dann folgt immer so ein, ja, ich dachte, es meldet sich mal jemand. Oh, geil. Oh. Dann kommt immer so ein Tschüss. Original! 3-mal am Tag locker. Und der ging's gut, die war nicht senil oder so. Die war einfach so drauf. Ja, mein Bruder ist mal hingefahren, als gerade die Fußpflege da war. Die Geschichte habe ich euch mal erzählt. Ja, nee, nicht. Und seitdem wollte auch nie wieder jemand hinfahren. aber dann ist ja auch, also dann kann ich auch verstehen. Da will niemand mehr hinfahren. Keiner nimmt das Telefon entgegen und keiner ruft zurück. Vielleicht hat sie einfach recht, Olli. Vielleicht hatte sie einfach recht. Dass sie einfach recht hatte, dass sie einfach mal gedacht hat, in den letzten 8 Jahren meldet sich mal irgendjemand. Ich hätte diesen Parmesan-Glibberberg auf jeden Fall. Ein widerlicher, räudiger Hund. Du Hund. Der hat bestimmt genauso gewackelt, wenn du den slappst, wie das Zeug hier. Ah, Digga, ey. Förstler! Das nice. Ist wieder wenig dick, das ist wieder sehr flüssig. Nice, ja, aber ist gut. Ich mag das auch. Ich geb dem 7 und ich schaff das nicht. Ich muss vorher nochmal auf Toilette. Die Reinheit hat einer, mir einer Flasche. Ollis Omas Glibberberg ein bisschen von der Zunge. Also 7. 7, nochmal eine, das ist nochmal eine 8 von mir. 15? Echt? Ich gebe auch 7. 22. Oh, das ist ein halben Punkt am Tisch vorbei. Es hat sich auf dem Tisch auch noch nicht viel getan. Adel Holzner ist das Einzige, was sich hier vorkämpfen konnte, ne? Ja, aber stabil auch. Aber wir haben ja noch unsere Lichtquelle. Linus, wenn du jetzt wieder eins mit Kohlensäure und eins ohne vergleichst. Ich glaube, mein Lieblingswasser kann nur verlieren, aber du weißt, ich bin Medium Girl. Du siehst hier auf der Rückseite, ist immer dieser Kristall ist hier abfotografiert. Ich möchte euch ganz kurz sagen, dieses Wasser. Die Lichtquelle enthält alle 7 Frequenzen des Lichts. Geil. Ich weiß noch nicht, was eine artesische Tiefenquelle ist, aber wir werden es herausfinden. Wir werden artesische Quellen, die aus eigener Kraft aus dem Erdreich steigen. Naja. Achso, also sie werden nicht gepumpt. Das ist halt aus eigener Kraft dort. Das finde ich jetzt... Auch das verstehe ich marketingtechnisch. Ja. Das ergibt sich mir irgendwie als schöner. Es ist, wir sind übrigens, also ich persönlich bin jetzt inzwischen schon auf dem Level... Ich bin kurz davor, sowieso mir einen Organakkumulator zu bestellen, Digga. Aber wenn, du auf Toilette, so gut ist. Wenn du auf Toilette gehst und pinkelst und, das ist und du siehst nicht, dass du pinkeln warst, auf dem Level bin ich schon. Ich bin hier hart gereinigt. Rehydriert as fuck, Alter. Ja, absolut, ja. Crazy. Das ist St. Leonhard Lichtquelle, Lichtquelle. Mond und Sonne ja schon bei uns vorne auf dem Treppchen stehen. Ich habe Angst, dass das Glas bricht. Nicht zu dick, nicht zu flüssig. Mein Favorit aber. Also da muss ich wirklich sagen, die Sonnenquelle wischt aber mit der Lichtquelle den Boden auf. Es hat, ja, aber es ist für ein stilles Wasser, ist ultra rein. Ja. Das ist halt so wieder. Es ist lecker, aber es ist nicht Sonnenquellen, Mondquellen lecker, finde ich. Es macht auch, obwohl man es weiß und obwohl wir uns nochmal reingesteigert haben, lol, das sind die Fotografien von den Kristallen. Ja, sag ich doch. Jetzt schnalle ich das erst. Sag ich doch. Guck mal, dreh das mal um auf der Nahen, dann können die Leute das mal sehen. Im Hintergrund sieht man nämlich immer, da haben die tatsächlich diese Kristalle abfotografiert und die sind dann da drin. Ja, crazy. Ich bin ja mehr so ein stilles Wassertyp. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, für mich ist das perfekte stille Wasser. Okay. Alleine deswegen müsste es eine 10 kriegen. Aber jetzt kommt dazu, dass bei den anderen Wassern ich tatsächlich bei diesem Test festgestellt habe, wenn es mir nur um die Hydrierung geht, würde ich immer dazu greifen. Ja. Das wäre jetzt mein Favorit, wenn ich Durst löschen möchte. Aber bei denen, was jetzt Genussmittel angeht, sind sie spannender beim Trinken. Sie machen mehr Spaß beim Trinken. Deswegen lasse ich die 10 stecken, die ich dem Adel Holzner ja gegeben habe,
Basel kriegt eine 9. Aber es hat die Schwäche des stillen Wassers, dass es nicht spannender ist. 6,5 kann ich dann wohl geben, weil das ist mir zu... Das macht nicht so was Schönes wie die anderen, die wir bis jetzt irgendwie getrunken haben. Ich weiß nicht, was ich denen gegeben habe, aber ich müsste... Also eigentlich müsste ich denen eine 7 geben. Ist witzig, dann wären wir nämlich auch bei 22,5, dann ist das, teilt sich das den Platz mit dem Mond. Ah, dann ist das so. Licht und Mond. Aber ey, guck mal, also das ist ein eindeutiges... Krasses Ding hier. Also ich hätte jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht gedacht, dass sein Leonard so gut abschneidet. Nee. Hätte ich auch nicht, aber irgendwas ist offensichtlich dran. Also ich meine jetzt nicht an dieser Schwurbelscheiße mit dem Aber das ist einfach gutes Wasser. So. Aber offensichtlich geben die sich wirklich Mühe, was ihr Wasser angeht. Ich sag's, den Titel vom Video hast du auch, die Schwurbler gewinnen, Fragezeichen. Jetzt haben wir hier deinen... Pass auf, das macht Action im Glas und Harmonie im Mund. Jetzt hat er aber den Werbeslogan auch gleich rausgehauen. Wir haben nochmal St. Leonhard, lebendiges Wasser, aber das ist dein Favorit? Jetzt Medium. Das ist dein Lieblingswasser. Oh, bereits bei den Römern ist das als Kraftort bekannt geworden, wieder später zum Ziel zahlreicher Wallfahrer. Diese besondere Quelle ist dem heiligen Leonhard geweiht. Vampire, Paul. Die ist eine sehr gesetzte Kohlensäure. Für mich halt ein deutlicher Unterschied, eine gute Kohlensäure, eine schlechte Kohlensäure und das hier ist eine gute Kohlensäure. Ich kann nicht nur so sagen, wie es ist. Ja, sehr feinperlig. Sanft eindringend. Sehr feinperlig, ne? Und wenn du wie ich auf Kohlensäure stehst, dir wird es zu viel sein. Aber es ist mir ein Ticken zu viel, ja. Weil das ist das Weiche. Mir bitzelt es schon fast ein bisschen zu viel. Ich find's gut. Es tut schon fast weh. Wollte ja die ganze Zeit nicht unterschiedlich bewerten. Aber da Olli das ja sowieso die ganze Zeit getan hat. Was? Du hast Kohlensäure für dich schon immer reingezählt. Ich habe euch das gesagt, immer wenn ich nur den Geschmack des Wassers dadurch nicht erahnen kann, dann muss ich Also ich für meinen Teil zum Beispiel kann keine 10 geben, weil ich mir wünschte, die Sonnenquelle hätte ein bisschen Kohlensäure. Das wäre meine 10. Verstehe ich. Doch, ganz aber drauf. So ja, 9,5. Es hat halt Mondquellen-Nachgang. Ich gebe ihm 8. Ich auch. 16, dann sind wir aber bei... Muss sagen, dann ist es 27, sehe ich das richtig? 27,5? 25,5. 25? Oh, das ist ein solider zweiter Platz. Tatsächlich. Ja. Hier dein Lieblingswasser. Das ist eigentlich hier alles, was du mitgebracht hast, ist hier vorne gelandet. Wir haben halt komplette Produktrange hier schon stehen. Ist ja wild. Ja, okay, jetzt müssen wir uns da auch mal melden. Aber mal ganz ernsthaft, Freunde. Also nicht, dass ihr denkt, das Video ist hier gesponsert von denen oder so. Nee, überhaupt nicht. Null. Es ist wirklich unabhängig jetzt hier gerade durch drei Leute, aber auch festgestellt worden, dass das wirklich gutes Wasser ist. Bleiben wir doch ganz kurz beim Sprudel. Wir haben uns immer ein bisschen drüber lustig gemacht, möchte ich ganz kurz betonen. Ja, absolut. Absolut. Ich mache mich auch nach wie vor über diese Barcode-Scheiße lustig. Aber vielleicht ist es auch wirklich einfach das beim Mond abschöpfen. Weiß ich, Alter. Aber schau mal, das Universum ist groß. Wenn du jetzt das probierst und du probierst das und stellst fest, das schmeckt besser und du denkst so, ja, ist alles halt Wasser. So klar wird die Quelle den Unterschied machen, aber vielleicht denken Menschen einfach, es macht die energetische Aufladung einfach. Ja, aber Digga, ohne Scheiß, was ich abgefahren finde, ist, da stehen 4 Wasser und alle schmecken unterschiedlich. Ja, das war. Wenn wir ein billig versus teuer gemacht hätten, hätte man wahrscheinlich mit dem St. Leonhard, hätte man bei teuer immer gewonnen. Ja. Aber ich zum Beispiel sei St. Pellegrino nicht. Nee, stimmt. Das stimmt. Aber schaut mal, wir haben jetzt hier die letzten 2 Flaschen. Das ist unser Bürowasser. Das, was wir bei uns im Büro haben, aus der Glasflasche, immer am Start. Und jetzt können wir mal final vergleichen, ob wir eine gute Wahl getroffen haben. Ja. Ich find's gut. Ich find's okay. Ich finde, das Sprudelwasser ist echt gut. Witzigerweise ist das so ein Wasser, wo ich immer was ein bisschen draus trinke. Und dann die Flasche zweimal so hart schütteln. Mhm. Damit es ein bisschen, das mit den richtigen Medium knallt. Das hat ganz schön Knalle, ne? Ja. Aber ich finde, ich mag das ja sehr. Das sind die großen, das sind die Schlägerperlen. Aber. Das ist eine gute Kohlensäure. Ja. Wieder beim Thema, gute Kohlensäure. Aber mir ein bisschen zu doll. Aus dem Glas finde ich es aber fast angenehmer als aus der Flasche, muss ich dazu sagen. Mhm. Mir hat es hinten raus, hat das halt dieses komische Gefühl auf der Zunge, was mir das St. Leonhard gar nicht macht. Aber es ist trotzdem ich stabil gutes Wasser. 7,5. 22,5. Und damit teilt sich das tatsächlich. Ist es auch auf dem. Und jetzt das Klare. Haben wir auch nicht mehr nachbestellt, weil wir festgestellt haben, wer klares Wasser bei uns trinkt, trinkt aus der Leitung. Ja, wir haben halt noch 2 Kästen davon übrig, ne? Da sind nochmal klar, nur ohne Kohlensäure. Kommt mir durch die Blase. Oh, das erinnert mich so ein bisschen fast an das Sonnending. Was? Nein, ich wollte gerade sagen, das mag ich nicht. Aber ich kann dir sagen, wieso. Weil es hinten raus wieder diese komische, nicht natürliche hat, wo ich sage, das ist so chlorig. Ja, ich finde... Das ist komisch chlorig. Ich finde es auch... Also raus hat das irgendwas Doofes, ja, das stimmt. Da bin also ich bei euch. So ein großer Fan ich von dem Sprudel bin, so eher ist das für mich... Für mich ist das auf jeden Fall unter Etoilette. Ja. Du meinst das Wasser? Ich finde es so krass wie E-Toile.
ja, wie Etoile abgeschnitten hat, weil das hat mich echt überrascht. 20 Punkte hatte das. Ja, ja, das ist fast gut da gelandet vorne, darf man nicht vergessen. Ja, also ich gebe dem ne, dem klar gebe ich eine 4. Nee, dadurch, dass es diese Chlorige hat, was ich ganz komisch und eklig finde, gebe ich dem nur eine 2,5, ey, ich mag es gar nicht. Das macht mir fast wie so ein oh, Kloß so irgendwie, so ganz komisch. Ja, 4. Also 10,5. Es hinterlässt halt bei mir im Mundraum irgendwas, was ich nicht mag. Ja, ich kann... Ich kann das gar nicht beschreiben, was das ist. Es ist so ein leicht süßliches, aber unangenehmes... Ich verstehe das und würde halt auch sagen, es ist halt, also dann auch lieber Leitungswasser irgendwie. Stimmt schon. Ey, ist ja spannend. Hat mich dieser Test tatsächlich dazu bewegt, hier ein kohlensäurehaltiges Wasser zu bevorzugen, hab ich nicht kommen sehen. Vorhin unser Ranking seht ihr hier vorne. St. Leonhard hat ganz gut abgeschnitten, ja, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Nicht anders sagen. Und es zeigt sich, müssen wir unser Bürowasser austauschen? Eigentlich nicht. Nö, nee, das Sprudel. Nee, wir, ist gehen, okay, wir bestellen einfach das Sprudel und müssen. Das ist ja Preis-Leistungssieger, ja, auch so ein bisschen, ne? Muss man, nee, sagen. Nicht nur Preis-Leistungssieger, ist leistungstechnisch, kommt es an Stille. Ja. St. Leonards dran. Genau. Freunde, wenn wir euer Wasser vergessen haben, schreibt es, ja, in die Kommentare. Vielleicht oder wenn es gibt so völlig andere Sorgen. Meinung seid. Ja. Oder ihr völlig anderer Meinung seid. Insgesamt und wir haben jetzt hier, weiß ich nicht, 40 vielleicht gehabt. Oder gefühlt hatten wir 250. Aber was ich mir wahnsinnig wünschen würde, ist, falls ihr eins kennt, wo ihr sagt, yo, das, weil Olli sagte ja von wegen hier kulinarisches Erlebnis und so, falls ihr ein Wasser kennt, dass wo das ihr sagt, bei euch das, auslöst, Digga, ja, musst du dir online unbedingt mal bestellen. Das musst du unbedingt mal trinken. Es gibt ja richtig, richtig abgefahrene, richtig kranke Heilwasser-Scheiße. Ja, so, also ja, aber wenn euer Favorit nicht dabei war, also nicht irgendwie, ja, das Wasser gibt's auch noch, sondern wirklich so eher in Richtung euer Favorit, ja, ihr müsst dann doch, haut das gerne mal in die Kommentare. Die Merkurquelle. Oder auch gerne euer absolutes Abfuckwasser und das war nicht dabei. Wir gehen ja gerne in beide Extreme. Digga, da gibt's dieses schlimme, stille Wasser aus dem Tetrapack aus dem Discounterladen. Dieses gelb, dieses blau-silberne. Ja, das ist Diamant richtig, oder ja, so. Ja, das ist richtig oder schlimm. Crystal. Oder auch Christine. Naja, Freunde, wie gesagt, schreibt rein. Ansonsten, wenn ihr Spaß hattet, schreibt trotzdem in die Kommentare. Ja, das war irgendwie klar. Danke fürs Zuschauen. Wir haben noch ganz viele andere XXL-Tests hier gemacht. Also einfach mal durchklicken. Bleibt stabil. Sauber. Tschüss.